Ja, guten Tag. Ganz herzlich willkommen zum Brownberg Lunch. Wir beginnen pünktlich. Ich bitte Sie, rücken Sie auf. Und weil es kommen sehr viele Leute, schließen Sie die Lücken, damit möglichst viele Leute möglichst vieles sehen. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu diesem letzten Brownberg Lunch vor der Sommerpause. Wenn Sie sich informieren wollen, was nach der Sommerpause kommt, auf unserer Homepage ist das jeweils aufgeschaltet und der Kalender sind schon die neuen Anlässe für den Herbst aufgelistet. Es werden noch einige dazukommen. Ich kann zwei erwähnen. Zum Beispiel kommt Heinrich Schnetzer von Schnetzer Puskas Ingenieure und erklärt das statische Projekt von der Elbphilharmonie. Das ist dann erst im November oder auch im September. Da kommt Roger Diener und er wird über das Projekt von der neuen Swiss Re am Müttenkä erzählen. Wenn Sie unterdessen im Sommer einen Anlass schauen möchten von uns, können Sie das jederzeit tun. Seit April dieses Jahres sind all unsere Anlässe auch online per Video abrufbar unter Videostream. Nun, heute ist die Firma ZZ Wanko bei uns zu Gast, eine Firma, die sehr breit aufgestellt ist, Backsteine, Dachsysteme, Wärmedämmungen. Und eben heute geht es um den Wärmedämmbackstein Porotherm, Poroton, je nachdem, ob Sie sich in Österreich oder in der Schweiz befinden. Ein Produkt, das im Projekt 2226 einem Bürogebäude verbaut wurde. Ich denke, man kann in diesem Zusammenhang von einem radikalen Projekt sprechen. Es ist nämlich ein Projekt, welches komplett ohne Heizung und ohne aktive Heizung und ohne aktive Kühlung gebaut wurde. Es freut uns sehr, dass wir heute den Kopf hinter diesem Projekt begrüßen dürfen, Professor Dietmar Eberle. Er wird uns danach die Konzeption, die Planung, auch das Gebäude im Betrieb, das Gebäude steht nun seit 2 Jahren ungefähr, erzählen. Vielen Dank, dass Sie gekommen sind. Zuerst darf ich das Mikrofon noch an Herrn Marc Sommer von der ZZ Wanko, Leiter Verkauf, Vertrieb Schweiz, überreichen. Er wird Ihnen ganz kurz etwas zur Firma ZZ Wanko, zu einigen Referenzprojekten erzählen und auch noch den Brick Award 2016 kurz vorstellen, ein Award, den die Wienerberger Gruppe alle 2 Jahre verteilt. Ich werde, um den Spannungsbogen nicht abbrechen zu lassen, werde ich Ihnen jetzt nicht verraten, wer den Grand Prix des Wettbewerbs gewonnen hat. Vielen Dank an Marc Sommer. Vielen Dank, Stefan, für die Einführung und vielen Dank auch dem Team von der Baumusterzentrale für die tolle Organisation. Es freut uns außerordentlich, dass wir heute hier sein dürfen, dass das alles so gut geklappt hat. Das ist nicht selbstverständlich. Und vor allem freuen wir uns, dass Sie so zahlreich trotz dieser tropischen Hitze heute hier erschienen sind und nicht in die Lettenbade gegangen sind oder sonst wohin. Ich möchte Sie, wie gesagt, sehr herzlich begrüßen und ich möchte Ihnen die Frage stellen: ZZ Wanko, Wienerberger Company, was kann man sich darunter überhaupt vorstellen? Die Firma Wienerberger kommt aus Wien, wie der Name schon sagt, am Fuße des Wienerbergs, daher hat sie ihren Namen, ist der weltweit größte Hersteller von grobkeramischen Produkten für den Tief- und für den Hochbau, ist unterwegs in ungefähr 30, 32 Ländern, vor allem in West- und in Osteuropa und verfügt über insgesamt über 200 Produktionsstätten, in denen Kanalisationsrohre, Backsteine, Sichtmauerwerk, Dachziegel oder vorgehängte Keramikfassaden produziert werden. Atmosphäre statt Maschine ist der sehr schöne Titel von unserem heutigen Anlass. Und das Kind oder das Thema, um das sich das hauptsächlich dreht, ist natürlich das sogenannte Einstein-Mauerwerk, Großblockstein, monolithischer Stein, wie auch immer Sie dazu sagen möchten. Es ist keine neue Erfindung. Großblocksteine oder Einsteinmauerwerke, die wurden bereits Mitte der 80er Jahre entwickelt. Die Industrie musste damals reagieren auf den enormen Umsatzrückgang oder Mengen oder Rückgang der Nachfrage nach dem sogenannten Zweischalenmauerwerk,
beziehungsweise hat die Industrie parallel dazu das Problem gehabt, dass die sogenannte Kompaktfassade sich quasi explosionsartig vermehrt hat, beziehungsweise die Nachfrage in der Gebäudehülle nach der gedämmten Fassade explosionsmäßig sich vermehrt hat. Ich habe mir vorhin überlegt, wie ich den Einstieg zum Herrn Professor Eberle machen soll, und ich kann mich noch gut erinnern, ich habe vor ungefähr einem Jahr, habe ich 10 vor 10 geschaut auf dem Schweizer Fernsehen, und da kam ein ungefähr 5-minütiger Bericht über das Projekt 2226, und man sah da den Herrn Eberle mit dem Reporter durch das Gebäude laufen, und er hat die Vision, das Konzept, den Hintergrund, die Philosophie von dem Gebäude erklärt. Und es ist eine Szene dabei, die ist mir wirklich im Gedächtnis geblieben und die möchte ich Ihnen hier als Bild zeigen. Das war die Szene, als der Eberle mit seiner Art und mit einem süffisanten Lächeln auf eine Türe zugelaufen ist und hat gesagt, so, und jetzt zeige ich Ihnen mal den Technikraum. Und der Technikraum, der hat eine Grundfläche von vielleicht 1 oder 1,5 Quadratmetern. Wie man sieht, hat es da drin sogar noch Platz für den Feuerlöscher gehabt. Und das hat mich wahnsinnig beeindruckt. Und dann habe ich mir überlegt, für was steht eigentlich diese Abstellkammer oder dieser Technikraum? Es ist ja der Technikraum. Und er steht für Vereinfachung, für die Komplex, weniger Schnittstellen. Und er steht aber auch dafür, dass es auch immer wieder gelingt, traditionelle und längstens bekannte Materialien wie Backsteine, also das Material Ton, wieder auf zeitgemäße Art und Weise wieder in die moderne Architektur reinzubringen. Für uns ist heute das sogenannte Einsteinwerk, für uns als ZZ Wanko AG ist eigentlich, ich sage jetzt mal, fast übertrieben ein bisschen auch Daily Business geworden. Gerade was jetzt den Bau von Einfamilienhäusern betrifft, wo vielleicht ein Architekt und oder Bauherr sich für eine Gebäudehülle interessieren, die dampfdiffusionsoffen bleibt, die nicht eingepackt ist in irgendeine Dämmung, sondern die dampfdiffusionsoffen ist und die trotzdem die energetischen Anforderungen, die die Architektur stellt, erfüllt. Dafür prädestiniert sich das Einsteinmauerwerk im Bereich der Einfamilienhäuser geradezu ideal. Wir haben den Peak aber dort, oder beziehungsweise die ganze Thematik von den Einfamilienhäusern haben wir auch glücklicherweise schon in den letzten Jahren etwas hinter uns lassen zu können. Also heute verbauen wir unsere Materialien eigentlich fast selbstverständlich auch in öffentlichen Bauten, sei das, dass es Spitäler sind, sei das Alterszentren oder Gemeindehäuser. Für den Architekten, das Produkt selber ist heute technisch auf einer Stufe, dass man sagen kann, dass es alle statischen und energetischen Anforderungen, die der Architekt oder der Bauphysiker oder der Fachplaner eigentlich an eine Gebäudehülle stellen, dass es die Anforderungen auch erfüllt. Für uns ist auch sicherlich ein Leuchtturmprojekt, auf das wir heute aber nicht zu sprechen kommen, das wir aber hier mal vor zwei, drei Jahren in der Grobphase vorgestellt haben, sicherlich auch ein Leuchtturmprojekt, der mehrgeschossige Wohnungsbau, wo auch heute immer öfter das Einsteinmauerwerk als Gebäudehülle Einsatz findet. Also hier exemplarisch an diesem Beispiel von Duplex-Architekten, die auf dem Hunziker Areal zwei Gebäude realisiert haben, und zwar das Gebäude A und M, das komplett in Einsteinmauerwerk gebaut worden ist. Also in unserem Hochterm, das Sie da vorne auch an dem Modell sehen können. Nebst dem mehrgeschossigen Wohnungsbau sind wir auch bei sogenannten Spezialbauten unterwegs. Hier im Speziellen, der ein oder andere von Ihnen kennt das vielleicht, das ist die Wohnbaugenossenschaft MCS Haus in Zürich-Leimbach von Zimmermann Architekten. Hier haben wir ganz spezielle Anforderungen auch an die Baumaterialien gestellt. Ich muss das jetzt wirklich hier ablesen, meine Brille nicht auf, Moment schnell. Und zwar, dass die Bewohner von dem Haus, die leiden an MCS, also das ist die sogenannte multiple chemische Sensitivität. Das heißt, das sind umweltkranke Menschen. Das sind Menschen, die wirklich ganz extrem reagieren auf Dämpfe, die zum Beispiel aus Farben austreten oder auf Silikon oder auf sonstige Produkte. Und auch hier hat natürlich das zu 100% ökologische, natürliche Material Ton, der gedämmte Stein, seinen Platz gefunden. Ich würde mich freuen, wenn der Anlass hier zu Ende ist, wenn der eine oder andere noch Zeit hat, sich auch über unsere Innovation zu informieren. Die sehen Sie eigentlich hier auf der Seite abgebildet. Wir haben da drüben das Mockup vom Borotherm. Wir haben hier den Stein, der in Österreich, in Lustenau verbaut worden ist. Und hier vorne haben wir einige Innovationen, neue Produkte, die wir entwickelt haben, die wir uns sehr gerne vorstellen können, würden. Ja, wie es der Stefan schon angekündigt hat, es geht hier auch darum, heute ein neues Buch vorzustellen, ein Buch, das
erst wenige Wochen alt ist, und zwar das Buch BRIC 16. Ich kann mich noch gut erinnern, als Stefan und ich vor ungefähr einem halben Jahr hier saßen, da wusste ich zwar, dass das Büro Baumschlager-Eberle für den BRIC Award nominiert ist, aber wir wussten noch nicht, wer gewinnt. Und am 19. Mai, also erst vor 5 Wochen, war die offizielle Preisverleihung in Wien. Ich war selber auch dabei und hurra, hurra. Das Büro Lustenau, also das Büro Baumschlager-Eberle hat mit dem Projekt in Lustenau den Spezialpreis gewonnen. Und das freut uns natürlich außerordentlich. Und das war für uns jetzt auch ein super Timing hier für diesen Anlass, dass wir das miteinander kombinieren konnten. Noch ein paar Facts vielleicht zu diesem BRIC Award, wenn sich das ein oder andere Büro von Ihnen dafür interessiert. Der BRIC Award, da geht es eigentlich darum, dass wir alle 2 Jahre vom Wienerberger Konzern aus in Wien selbst dann einen Award vergeben an Büros, die in herausragender Art und Weise, wie auch immer man das kategorisieren möchte, mit dem Material Ton oder Backstein umgehen. Das kann normaler Backstein sein, das kann Sichtmauerwerk sein, das können aber auch eine vorgehängte Keramikfassade sein. Ton einfach ein zentrales Element darstellen von dem Projekt selbst. Es gibt insgesamt 5 Kategorien, wo der Preis alle 2 Jahre seit 2004 vergeben wird. Und wir haben für den BRIC 16 unglaublich viele Anmeldungen gehabt. Es haben sich sehr viele Büros aus aller Welt eigentlich beworben. Wir sehen es da, 632 Bewerbungen aus 55 Ländern. Also das hat uns selber überrascht. Wichtig ist zu wissen, dass eine internationale 4- bis 5-köpfige Jury neutral die Objekte bewertet und dann aus diesen 632 Bewerbungen das zusammenschrinken musste auf am Schluss 50 Projekte. Und die 50 Projekte, die finden Sie alle in diesem Buch hier aufgeführt. Wenn Sie sich für das Buch interessieren, können Sie gerne, hier steht später der Herr Thomas Eckler, der kann Ihnen dann noch weitere Auskünfte zu geben oder Ihnen Informationen zum Buch geben. Wichtig ist auch noch ein Punkt, den ich immer wieder gefragt werde, wenn es um den BRIC Award geht. Also Voraussetzung ist natürlich nicht, dass das Tonmaterial, das dort verbaut worden ist, dass das von der Firma Wienerberger oder ZZ Wanko geliefert worden ist. Also das ist völlig neutral. Ich weiß jetzt vom aktuellen BRIC, dass von den 50 Objekten, die tatsächlich dann in dem Buch Einklang gefunden haben, dass nun, glaube ich, 13 auch Projekte sind, bei denen Wienerberger den Stein in welcher Form auch immer geliefert hat. Das sind dann die Gewinnerprojekte, Delu Architekten aus Belgien, Tropical Space aus Vietnam, mein Büro. Ich hatte, wir haben hier eine Broschüre auflegen, von da können Sie sich gerne bedienen, das ist gerade auf der anderen Seite da drüben. Das sind eigentlich alle Gewinnerprojekte, natürlich auch das von Büro Baumschlager Eberle sind dort ausführlich beschrieben und das hat auch Informationen zu diesem BRIC Award. Also ich lade Sie alle herzlich ein, BRIC 18 kommt früher oder später. Hier noch 2 weitere Gewinnerobjekte von Harquetz Architekten aus Spanien und das Super Limau Studio aus Sao Paulo, das mit einem ganz ungewöhnlichen Projekt auch einen Preis gewonnen hat. Ja, last but not least natürlich nochmal die Erwähnung von Duplex Architekten mit ihrem Projekt auf dem Hunziker Areal, die Häuser A und M. Und natürlich dann, und so schließt sich für uns, für mich irgendwo auch der Kreis, übergebe ich jetzt die Stafette an den Herrn Professor Dietmar Eberle mit dem Projekt 2226. Grüß Gott. Man hat mich gebeten, jetzt ganz schnell zu sein, weil Ihnen wird es bald zu heiß. Das heißt, wir sind immer schlechten Gebäude. Sonst würde es Ihnen nicht so heiß werden. Also, aber um es jetzt ganz kurz zu machen, was ist 2226? 2226 ist eine andere Art, über Bauen nachzudenken. Weil wir doch etliches, so stolz wir auf all das sind, was wir heute machen, auch etliches daran feststellen, dass es ziemlich schlecht ist. Also im Moment sozusagen erklären wir uns ja alle, dass wir die Welt retten mit Techniken, die eine Halbwertszeit von 10 Jahren haben. Ich glaube da nicht dran. Ob die jetzt Minergie P heißen oder Passivhaus oder ENV, ist mal DGMB oder LEED, es ist ja egal. Also ich halte das für einen Denkfehler. Das zweite ist, was 2226 macht, ist, dass es sagt, wir müssen das, was wir haben, lernen, effektiver auszunutzen.
weil das ist das, was uns langfristig dazu befähigen wird, dieses 2000-Watt-Gesellschaft, die 6000-Watt, 2000-Watt-Diskussion irgendwo glaubwürdig zu bearbeiten. Sie wissen ja, dass eigentlich so bezogen auf die Energiebelastung ist ja nicht so, sind ja wir hochentwickelten Gesellschaften das Problem. Sind nicht die anderen auf dieser Welt. Es sind einfach wir. Aber ich darf Ihnen noch was viel Lustigeres sagen. Wir sind es auch noch nicht so lange. 1964 war die Schweiz zum letzten Mal eine 2000-Watt-Gesellschaft. Also das heißt, irgendwie haben wir so 40, 50 Jahre hinter uns. Wahrscheinlich ein bisschen falsch. Wahrscheinlich ein bisschen falsch. Und jetzt fragen wir uns, warum machen, haben wir das falsch gemacht, aber darüber habe ich jetzt keine Zeit zu reden. Übrigens, das Haus steht nicht seit 2 Jahren, sondern seit 3 und es ist in Betrieb seit 3 und das Haus hat nicht nur keine Heizung und keine Kühlung, es hat auch keine mechanische Lüftung, was das viel entscheidendere ist. Und das Haus behandelt eben ein paar Fragen des anderen Denkens. Wie denken wir über Architektur nach? Und Sie wissen, am Ende leben wir in einer fürchterlichen Zeitenwende, die viel dramatischer ist als die Zeitenwende vom 19. zum 20. Jahrhundert. Ich will sie jetzt nicht ausführlich darüber beschreiben, aber dieser Übergang einer Industriegesellschaft zu einer Dienstleistungsgesellschaft unter den jetzigen Voraussetzungen verursacht viel dramatischere Spuren. Im Bauen, das merken Sie jeden Tag, in den Biografien der beteiligten Menschen, in Lebensalter und im Lebensalter und in der Behaglichkeit, im Komfort. Schlussendlich, oder wenn wir heute über Bauen reden, um was geht's? Wir reden den ganzen Tag über Zahlen, aber am Ende geht's um Behaglichkeit. Weil Behaglichkeit einfach bei allen Untersuchungen, die wir an der ETH machen über die Langfristigkeit von Gebäuden, spielt die Behaglichkeit, also wir nennen das fachchinesisch die soziale und kulturelle Akzeptanz, die Schlüsselrolle, oder? Und ich finde es ja so wahnsinnig gut, dass wir sozusagen im Moment eine Menge an Normen schreiben, über Energieverbräuche, über Nachhaltigkeit, über etc. Aber was da drin nie steht, ist eigentlich, was Behaglichkeit ist. Aber Behaglichkeit ist genau das, was den Schlüssel ausmacht, ob Gebäude überhaupt den Anforderungen entsprechen, die wir haben. Also insofern sage ich, also je mehr Normen Sie einhalten, umso sicherer fühlen Sie sich. Aber es gibt so einen schönen Spruch aus dem Süddeutschen, der von Max Becher immer verwendet wurde. Sie haben alles richtig gemacht, aber nichts rechts. Und manchmal denke ich ein wenig, wenn wir über sozusagen die Zukunft reden, wie können wir etwas Rechtes machen für die Zukunft? Und ich glaube, es gibt so 3 große Fragen, mit denen wir uns in nächster Zeit beschäftigen werden müssen. Das eine ist die Frage der Dichte, weil diese Frage der Dichte hat zu tun mit der Frage der Mobilität. Und eins müssen Sie ganz einfach wissen, die wirkliche Zukunftsform von Mobilität ist der Fußgänger. Aber wir haben ein großes Problem, dass viele Siedlungsstrukturen, die wir in den letzten 50 Jahren gebaut haben, für Fußgänger gar nicht geeignet sind. Was machen die Leute? Ganz pragmatisch, wenn sie es sich leisten können, ziehen sie weg. Weil sie nicht mehr das finden, was sie für ihr alltägliches Leben eigentlich brauchen. Also insofern wird diese Frage der Dichte, was denn eine angemessene Dichte ist, eine ganz entscheidende Rolle spielen. Das Zweite, ich glaube, darüber sind wir uns ja einig, wir brauchen viel ressourceneffizientere Gebäude. Oder? Wir leben weit über unsere Verhältnisse, aber das kennen Sie alles aus einer hohen Menge an
berichten etc. Und wenn alle so trottelhaft leben würden wie wir, müssten wir schon längst zwei Planeten haben und das kennen sie alles. Also ich glaube, es ist relativ einfach. Also ich will auch gar nicht länger darüber reden. Also es wird darum gehen, wie wir die uns zur Verfügung stehenden Ressourcen viel effektiver nutzen und einsehen. Und das Dritte, und das vielleicht ist für Architekten das Schwierigste, die Funktion und viele unserer Rechtssysteme, unserer Verständnisse, unseres Wissens sind aufgebaut auf dem Wissen um eine Funktion. Aber wissen Sie, es tut mir wahnsinnig leid. Die durchschnittliche Lebensdauer des Verwendungszweckes eines Gebäudes, der sozusagen durch, also was wir dann immer Raumprogramm und Funktion nennen, ist nicht länger als 20 bis 25 Jahre. Das heißt, wenn wir an die Zukunft denken und müssen wir über viel längere Zeiträume unserer Gebäude nachdenken und gleichzeitig müssen wir eines verstehen, die Funktion ist eins der kürzesten davon. Das heißt, das, was wir materiell machen, um eine viel höhere Ressourceneffizienz zu erreichen, braucht eine viel höhere Lebensdauer. Und verstehen Sie mich, Sie kennen alle dieses wunderbare Buch von Gideon über Raum, Zeit und Architektur. Und wir haben in den letzten 50 Jahren, jetzt ist es 100, also 70 Jahre alt, haben wir wahnsinnig viel über Raum geredet, ein bisschen was über Architektur. Aber über was wir überhaupt nicht geredet haben, ist über die Zeit. Und wie verhält sich eigentlich die Zeit in Relation zu dem, was wir heute an Bauten machen? Und welchen Abläufen unterliegt ein Gebäude? Was passiert einem Gebäude? Was passiert den Materialien in einem Gebäude? Etc. etc. Aber ich wollte es nur so als drei übergeordnete Rahmenbedingungen machen. Sie sehen, in Wirklichkeit, wenn Sie mich heute fragen, verstehen wir, und das ist einfach der Hintergrund von 22, 26, hat Architektur, ist eine Überlagerung von 5 Entscheidungsebenen, die zum Teil technische Systeme sind, die aus vollkommen unterschiedlichen Zeithorizonten unterworfen sind. Und das, was am wichtigsten wird im 21. Jahrhundert, ist nicht die Nutzung des Gebäudes, auch wenn die sich kurzfristig rechnen muss, weiß ich auch, genügend gebaut. Langfristig gesehen ist der Beitrag des Gebäudes zum öffentlichen Raum das, was einem Gebäude sein Lebensalter gibt. War im 20. Jahrhundert der wichtigste Nutzer des Gebäudes, der drinnen war, ist im 21. Jahrhundert der wichtigste Nutzer des Gebäudes nur der draußen vorbeispaziert. Und insofern sozusagen ist wahrscheinlich die Schlüsselfrage für gute Architektur im 21. Jahrhundert, was ist der Beitrag eines Gebäudes zum öffentlichen Raum? Weil der draußen vorbeigeht, in dessen Gefühlen, in seinem Denken, in seinen Wertvorstellungen entsteht die Zukunft des Gebäudes. Weil ein Gebäude hat nur dann eine Zukunft, wenn es auch geliebt, akzeptiert, wenn es geschätzt wird. Und das verleiht den Gebäuden dann jene Erfahrungshorizonte. Und Sie wissen, im Moment stehen wir ja in der ganzen Energiediskussion vor einer neuen Diskussion der grauen Energie. Kennen Sie auch in den SCA-Normen, gehen Sie davon aus, dass was im Moment dort steht, das sind grobe Annahmen, die werden sich noch gewaltig verändern in den nächsten Jahren, weil man erst jetzt anfängt, einigermaßen seriös, wissenschaftlich daran zu arbeiten und das sind noch sehr große Unwägbarkeiten. Aber Sie sehen, die zweite Sache, sozusagen, was einem Gebäude Alter verleiht, und Sie wissen, das ist teilweise in unterschiedlichen Ländern mittlerweile Gesetz, dass die Tragfähigkeit inklusive der vertikalen Erschließung eines Gebäudes schlussendlich eine Lebensdauer von über 100 Jahren haben muss. Dann Sie sehen, wenn Sie Gebäudebestände analysieren,
kommen Sie drauf, dass die Gebäudehülle, die ja immer teurer wird und mittlerweile der teuerste Bauteil eines Gebäudes wird, schlussendlich eine Lebensdauer im Schnitt von über 50 Jahren hält, weil der ökonomische Aufwand, sie zu ändern, ganz gewaltig ist. Und Sie sehen, das, wo wir theoretisch die Architektur im 20. Jahrhundert als Ausgangssituation begreifen, tut mir ehrlich leid, 20 Jahre. 20 Jahre. Oder? Und das halte ich für ein großes theoretisches Problem, weil wir das auf einer rechtlichen Ebene haben, weil wir unsere Städte ja in dieser etwas netten Einteilung von Funktionen und Unterschieden begreifen. Heute schreien wir alle immer nach Durchmischung, aber in unseren Widmungen sozusagen gäbe es eine einfache Lösung. Ganz Zürich wird zum Kerngebiet, weil im Kerngebiet können sie alles machen. Das ist die einzige Widmung, wo sie alles machen können. Das ist vielleicht jene Widmung, die für einen Großteil der Menschen viel zukunftsfähiger ist. Übrigens eins, dass sie jetzt auch noch in den Kerngebieten der Städte die höchsten Mieterträge und die besten Lebensverhältnisse haben, ist ein anderes Phänomen. Aber ich will nicht über soziale Umverteilung und die dadurch bedingten Probleme sprechen. So, und dann das Nächste sozusagen, das sind die Oberflächen. Oder? Und wissen Sie, die Oberflächen haben halt im Schnitt 10 bis 15 Jahre. Und zu den Oberflächen gehören unserer Meinung nach auch all die technischen Instrumente dazu, mit denen wir im Moment die Welt retten. Wie kontrollierte, oder Komfortlüftungen heißt das in der Schweiz. In Deutschland muss ich sagen, kontrollierte Lüftung, in der Schweiz Komfort, also Komfortlüftungen etc. Aber wenn wir das Wort Komfortlüftungen hernehmen, dann spielt das, ist für mich eine Schlüsselrolle für die Qualität für zukünftigen Gebäuden. Und wenn wir jetzt schon über Komfort reden, dann glaube ich, gibt es ein paar Dinge, die ich Ihnen ganz kurz über Komfort erzählen will. Schauen Sie, Sie wissen das, dass wir über Temperatur reden. Wir reden im Nächsten über Luftqualität, was wir schon wieder nicht mehr machen, wenn wir unsere Normen anschauen. Ein großes Thema im Moment für den Komfort wird Luftfeuchtigkeit, was wir auch jetzt im Gegenteil fürchterlich vernachlässigt haben. Und Sie wissen, auch in der Schweiz haben wir schon vor kurzem die akzeptierten Luftfeuchtigkeiten von 40% auf 30% reduziert bei den Lüftungsanlagen im Interesse der Reduktion des Energieverbrauchs von ungefähr 15%. Gleichzeitig im Moment gibt es an der medizinischen Fakultät ein großes Forschungsprojekt, das behauptet, bei einer Absenkung der Luftqualität von 40% auf 30% verdoppelt sich die Infektionsrate. Das heißt volkswirtschaftlich katastrophal. Obwohl wir rechnerisch jetzt sehr schon mal 10-12% weniger Energie verbrauchen, wenn wir es akzeptieren. Aber volkswirtschaftlich genau das Gleiche. Also die Mediziner glauben, dass sozusagen wahnsinnig viel der jetzigen Krankheiten, was sie Allergien und was sie erkennen als wahnsinnig stark wachsendes Krankheitsbild, dass das mit den veränderten Raumqualitäten zu tun hat, die wir in unseren Gebäuden heute produzieren. Es gibt bisher keine große empirische Untersuchung, die das nachweist, aber die sind ganz ernsthaft der Meinung, dass das so sei. Kostet allerdings, das zu beweisen, 8 Millionen Schweizer Franken. Wenn Sie sich daran beteiligen wollen, herzlich gerne. Aber ich finde, ich vermute, also ich glaube, dass Sie recht haben, obwohl ich das auch nur als ein, so. Und Sie wissen, es gibt ein paar andere sozusagen, so Rahmenbedingungen, also Sie kennen diese Geschichte mit den Treibhausgasen, also das ist die Summary vom Weltklimagipfel und Sie sehen, dass Gebäude im Moment weltweit, nicht in den hochentwickelten Ländern, nur 18,4% an CO2, Sie sehen auf der anderen Seite, dass in der Industrie ungefähr 40% der Dinge, die in der Industrie entstehen, müssen sie den Gebäuden zurechnen, weil sie für die Produktion von Materialien in Gebäuden. Aber Sie sehen, Kühe sind einfacher. Sehen Sie es da links? Grün, 27,4% Landwirtschaft. Also insofern, wissen Sie, wenn wir jetzt über Mobilität oder Transport reden weltweit, sehen Sie,
fahren Sie mit Autos, die viel Benzin verbrauchen. Es spielt überhaupt keine Rolle. Also ich kann es nicht ändern. Also manchmal in all diesen Diskussionen wünsche ich mir einfach, dass wir etwas rationaler sind. Aber wir sind im Moment so ideologisch motiviert, weil wir wollen ja alle Gutes und Richtiges und Sinnvolles tun, ohne zu überprüfen, was das eigentlich bedeutet. Ein zweites Phänomen, mit dem Sie in der Schweiz anscheinend, also ganz wenig, Sie haben auch damit zu tun, wir haben ein großes Problem in ganz Europa, aber in auch anderen Ländern, wenn Sie die Einkommenskosten und die Baukosten zueinander in Verbindung bringen, stellen Sie fest, dass es eine kontinuierliche zwei parallele Entwicklungen gibt, die immer dazu führen, dass ein immer größerer Anteil des Einkommens für das Wohnen oder für Immobilien verwendet wird. Oder? Eine Entwicklung, die zu großen sozialen Spannungen führt in jeder Gesellschaft, oder? Und die eine der Rahmenbedingungen ist für das Bauen heute langfristig gesehen eine sehr, sehr gefährliche Entwicklung. Oder? Aber ich will jetzt noch nicht näher darauf eingehen, aber Sie wissen zum Beispiel, ein Schweizer ist bereit, 42% seines Einkommens fürs Wohnen aufzuwenden, ein Österreicher nur 20. Warum das so ist? Ich könnte auch ein Deutscher ungefähr 28 etc., dann hör ich auf. Warum das so ist, will ich jetzt nicht diskutieren. Nur ich will Sie darauf aufmerksam machen, dass dieses Auseinanderdriften der Immobilienkosten in Relation zu den Einkommenskosten ein extremes soziales Problem darstellt, wo man mittelfristig damit umgeht. Und dann sehen Sie etwas, was wir aus bestehenden Gebäuden, die wir gemacht haben, dass eigentlich der Heiz- und Kühl- und Lüftungsbedarf, der ist eigentlich mittlerweile sehr, sehr minimal in Relation zum Gesamtenergieverbrauch. Und wenn man das einmal versteht, hat man immer ein Problem. Wenn wir Normen haben, Wertvorstellungen, die sich auf Heizen, Kühlen oder Lüften reduzieren, liegen wir grundsätzlich falsch. Und zwar einfach deswegen, weil jede Kilowattstunde Elektrizität, die Sie in ein Haus hineinbringen, baut sich nur ab über Wärme. Das heißt, Sie können wunderbare energieoptimierte Gebäude bauen, die fast keine Heizenergie verbrauchen, weil Sie es eh mit dem Strom heizen, mit dem, was im Gebäude passiert. Also wie man das auseinanderhält physikalisch, oder, ist mir bis heute ein Rätsel geblieben. Also insofern alle Zahlen, die ich höre über Energieverbrauch, ohne dass sie eingebettet sind über den Gesamtverbrauch des Gebäudes, sind einfach unglaubwürdig, weil sie überhaupt nicht physikalisch wirklich, also man kann schon unterscheiden, die einen kommen aus der Steckdose und die anderen kommen aus dem Gasanschluss oder Fernheizung oder Ölkessel oder Pellets oder ist mir egal was. Am Ende ist es immer das Gleiche, es ist immer Wärme, ich kann es nicht ändern. Und wie man das dann auseinanderhält, weiß ich ja überhaupt nicht. Gut, aber das ist was ganz, so das Nächste ist, was uns ganz wichtig ist, wir begreifen ein Gebäude immer als eine Kontinuität eines Jahres. Mich interessiert, dass es im Jänner anfängt, das Jahr, und am 31. Dezember auf. Und mich interessiert nur eine Frage. Welche Zustände stellen sich ein in diesem Gebäude während eines Jahres? Und wissen Sie, wenn Sie so ein Diagramm lesen, ist es ja relativ einfach. Wenn Sie Ingenieur sind, schauen Sie hierher und hierher, oder, und dann wissen Sie, so groß müssen Sie die Heizung machen und so groß müssen Sie die Kühlung machen. Wenn Sie sozusagen dann noch den Energieverbrauch insgesamt schauen, können Sie hierher die zwei zusammenzählen und aus dem errechnet sich normalerweise die CO2. Wissen Sie, ich bin Architekt, ich bin ein fauler Hund und ich schaue eigentlich immer nur hierher. Weil mich interessiert eigentlich, das sind die Perioden, wo ich gar nichts tun muss und die Welt vollkommen in Ordnung ist.
oder? Wo ich nichts anderes brauche und die Welt in Ordnung. Wir haben in den letzten 30 Jahren dann so eine Methode entwickelt, die wir das Optimieren von Gebäuden nennen, oder? Und das Optimieren der Gebäude hat zuerst einmal zu tun ausschließlich mit architektonischen Fragen. Das heißt, oder, und dass diese Perioden, Sie sehen, wo man eigentlich nichts tun muss und trotzdem die Welt in Ordnung ist, also das hat uns interessiert. Und jetzt, nachdem wir das jetzt so lange trainiert haben, haben wir gedacht, naja, wie ist der nächste Schritt, dass wir auch das Zeug da noch wegkriegen. Weil da drinnen, sagen Sie, das Haus heißt 2226, aus einem einfachen Grund. Nie kälter als 22 Grad, nie wärmer als 26 Grad. Das ist einfach das, wo wir hinwollen. Ich könnte Ihnen jetzt dieselben Qualitäten, oder wenn wir über Qualität reden würden, über Feuchtigkeit sagen. Ich könnte Ihnen selber über Luftqualität sagen, also über CO2, was auch Ihres Problem ist. Und was immer, also in den Räumen, was immer stärker vernachlässigt wird. Aber wenn Sie, unser Ziel ist immer das Gleiche. Nichts zu tun und die Welt sollte in Ordnung sein. So, wie wir es jetzt da in dem Haus gemacht haben, Sie sehen, das ist jetzt der Grund, ist dieses Haus, das ist einfach geteilt in 4 Einheiten und die können es jetzt verknüpfen oder auch nicht verknüpfen, oder? Es spielt nicht so eine große Rolle. Sie sehen, alle Wände sind schräg. Sie werden sicher wissen, warum das so ist. Durch die schrägen Wände haben Sie eine viel bessere Akustik. Weil die Nachhaltzeiten werden alle viel niedriger. Gleichzeitig kann man, wenn man das mag, ein bisschen schräg ist auch schön. Oder? Aber es hat auch einen großen Vorteil bezogen auf das, was ich Ihnen vorher gesagt habe, auf Qualitäten. Akustik ist eine ganz wichtige Qualität im Haus. So, dann sehen Sie, schauen Sie, wenn wir heute Gebäude rechnen, ist es einfach. Mich interessiert immer eines. Was passiert mit diesem Gebäude, wenn überhaupt niemand drin ist? Das sind Kurven, das Blaue ist immer die Außentemperatur, warum jetzt die so dick geworden ist, ist einfach, es sind einfach die Tag-Nacht-Schwankungen, die wir alle haben, oder? Jeden Tag haben wir das, ich weiß nicht, wer von Ihnen weiß, wie kalt es heute in der Früh um 6 war? Kann ich Ihnen sagen, ungefähr 16 Grad. Also Sie haben in unserem Klima ist eine der wunderbarsten Dinge, dass Sie einfach Tag-Nacht-Schwankungen haben. Immer Tag-Nacht-Schwankungen. Und jetzt, wenn man sich das einmal so ganz pragmatisch überlegt, ist es ja relativ einfach, dass man, wir haben ja und innerhalb von 24 Stunden relativ gute Temperaturen. Und jetzt geht es ja nur darum, wie Sie die Temperaturen zum richtigen Zeitpunkt an den richtigen Ort bringen. Oder? Und genau das ist die Materialfrage, die sozusagen in der Architektur steckt. Übrigens, ein Material, das das ganz perfekt kann, ist Beton. Auch wenn wir ihn nie so berechnen. Aber das ist das, was uns... So, und jetzt als nächstes interessiert uns dann bei jedem Gebäude die Frage, welche Temperaturen stellen sich im Gebäude ein, wenn da ein bisschen Leute ein- und ausgehen? Das, was Sie, in Wirklichkeit, ist ja das Einzige, was wir gar nicht sagen können. Aber Sie müssen eines wissen, wenn Sie heute eine Energieberechnung machen, dann rechnen Sie zwei ganz unterschiedliche Funktionen. Das eine ist der sogenannte Transmissionsverlust, was wirklich durch die Wände und Fenster ein- und ausgeht. Und das andere ist der sogenannte Lüftungsverlust. Und der Lüftungsverlust hängt ausschließlich ab von der Frage, ob Menschen da sind oder nicht. Weil wenn Sie keine Menschen da haben, passiert nichts in dem Haus. Weil Sie als Menschen hinterlassen im Haus 4 wesentliche Spuren. Erstens, Sie verunreinigen die Luft, indem Sie einfach Sauerstoff einatmen, CO2 ausatmen. Also Sie sind ziemliche Umweltverschmutzer, also kann man nicht abstellen. Oder? Zweitens hinterlassen Sie Feuchtigkeit. Sie hinterlassen circa 1,5 Liter an Feuchtigkeit jeden Tag. Das Dritte ist sozusagen, Sie hinterlassen Bewegung. Und das Vierte, was vielleicht das Wichtigste ist, Sie sind zwar nicht sehr effiziente, aber sonst relativ gute Heizkessel.
sie heizen ungefähr 80 Watt. Oder die, die jetzt ein bisschen glatzköpfig sind, so, oder, die heizen halt ein bisschen mehr, oder, so, ein bisschen höher. Oder die mit großen Dekolletés auch, oder, so, weil die Oberfläche, keine Ahnung, also so circa 100, 120 Watt, oder so, kann man rechnen, wie man will. Und jetzt haben wir uns ja eines gedacht, wenn Sie heute Minergie P, Eco oder Passivhaus rechnen, kommen Sie auf eines drauf. 20% des Energieverbrauchs haben nur zu tun mit Transmission, während 80% haben ausschließlich zu tun mit Lüftungsfragen, mit Lüftungsverlust. Und jetzt, ich sage Ihnen kurz so das, was wir uns gedacht haben. Es ist relativ einfach. Wann müssen Sie lüften? Sie müssen lüften, wenn Menschen da sind. Was bringt aber der Mensch mit? 80 Watt. Wie viel sozusagen Luft braucht er pro Stunde? Er braucht pro Stunde, wissen Sie, man sagt so in der Industrie, und das ist eine reine Industriezahl, 30 Kubikmeter pro Stunde im Moment. Also als ich jung war, waren es noch 60 und dann waren es irgendwann 30. Und es gibt jetzt zwei große Studien auf der Welt, eine in Kopenhagen und eine in Michigan, USA, und die sagen eher, die sind die ersten empirischen Studien, wo man das probiert empirisch nachzuweisen, die gehen eher davon aus, von 15 bis 20 Watt. Und jetzt könnten wir uns ja fragen, wenn Sie 80 Watt mitbringen und gleichzeitig 15 bis 20 Kubikmeter Luft brauchen in einer Stunde, bei welcher Außentemperatur ist das, was Sie mitbringen und das, was Sie von außen brauchen, null? Weiß das jemand da drin? Ich darf Sie trösten. Es ist bei einem Grad plus. Das heißt, wir in unserem Klima, auf der ganzen Welt, wir können normal über Fenster lüften, solange wir gewährleisten können, dass wir nicht mehr als 15 bis 20 Kubikmeter brauchen. Und wir haben überhaupt keinen Energieverlust. Nichts. Ich kann es auch nicht so. Wird Ihnen jeder Physiker, ich hoffe, es sind Physiker hier, die wissen das sicher alle, aber das ist einfach so. Und jetzt haben wir gedacht, jetzt haben wir den Schlüssel gefunden, wie wir auch die letzten Dinge da noch, wissen Sie, auf dem Diagramm da, die brauchen wir auch nicht. Wir müssen nur eines machen. Wir müssen das Lüften kontrollieren. Ich muss nur das Lüften kontrollieren. Oder, und zwar, dass immer nur dann gelüftet wird, wenn sozusagen jemand im Raum ist und wenn der wirklich Frischluft braucht. Oder? Und das ist das, was das Haus eigentlich braucht. Das ist jetzt diese dritte Kurve. Das ist Software. Das heißt, wir messen in jedem Raum CO2, Innentemperatur, wir messen die Außentemperatur und wir messen die Feuchtigkeit. Und diese Software, die wir dafür entwickelt haben, rechnet dann aus, wie sich das Haus verhalten soll. Hat einen großen Vorteil, wenn in einem Raum 100 Leute sind, spielt gar keine Rolle. Gehen halt die Fenster früher oder später auf. Wenn in meinem Büro ist nie jemand, Fenster gehen ganz selten auf und zu. Oder, und gleichzeitig, wenn ich Ihnen gesagt habe, dass ich so stark an den Komfort glaube, habe ich mir in meinem Leben immer gefragt, warum mag ich ein 5-Stern-Hotel lieber als ein 3-Stern-Hotel? Ah, das ist so ein Komfortstandard, den wir alle kennen. Und ich sage Ihnen, es ist relativ einfach. Im 5-Stern-Hotel muss ich, wenn ich nicht will, mich um gar nichts kümmern. Aber wenn ich will, darf ich überall reinreden. Und es kommt immer gut. Im 3-Stern-Hotel muss ich mich um viel mehr selbst kümmern. Und reinreden kommt selten gut. Das heißt, dieses Moment, dass ich das selbst bestimmen kann, wie ich das für mich haben will, ist eine ganz wesentliche Qualität von dem, wie wir, wenn wir an Komfort glauben. Dieses Maß an Selbstbestimmung halte ich für eine ganz wesentliche Qualität. Aber unter der Voraussetzung, wenn Selbstbestimmung bedeutet auch, wenn ich nicht will, muss ich mich um gar nichts kümmern. Oder? Und das ist eigentlich das, was wir probieren in diesem Haus zu machen,
dass wir durch den Einsatz von Software und diese Software reagiert auf die Spuren, die der Nutzer in dem Gebäude hinterlässt, und das Gebäude reagiert auf den Benutzer. Was kann das Gebäude machen? Eigentlich nur zwei Sachen. Oder wir wissen, wir haben keine Technik, wie wir die Feuchtigkeit kontrollieren, außer über die verwendeten Materialien. Könnt ihr jetzt genau erklären, dass welche Materialien welche Eigenschaften haben im Austausch. Das Zweite ist, das Gebäude kann sich automatisch öffnen und schließen in Abhängigkeit der physikalischen Qualitätsstandards. Und das Dritte ist auch noch relativ einfach. Sie werden sich fragen, was machen wir, wenn niemand da ist und es ist Winter und wir fahren alle Ski, also immer in den Weihnachtsferien. Das Gebäude kann noch ein wenig Licht einschalten. Weil mit dem Licht im Gebäude kann ich ganz locker und brauche ganz wenig diese noch dann notwendigen Transmissionsverluste kompensieren. Also Sie, ich weiß nicht, ob Sie es wissen, was die durchschnittliche Temperatur in Zürich im Januar ist. Weiß es jemand? 0,7 Grad. Ich kann es nicht ändern. Ich kann es nicht ändern. So, und insofern sage ich, die ganze Haltung von 22, 26 ist was Einfaches. Verwenden das, was wir sowieso haben. Was haben wir in unseren Orten? Erstens, und ich glaube, dafür ist Mitteleuropa ganz berühmt, wir haben wunderbare Luft. Jeder von uns liebt die Frischluft. Wenn es den Leuten schlecht geht, was machen sie immer? Sie machen das Fenster auf, sie wollen atmen. Das kann man übrigens nachmessen. Der wesentliche Unterschied ist der, dass die CO2-Belastung der Außenluft liegt ungefähr bei 400 ppm. In den Räumen haben sie im Normalfall deutlich mehr. Und wissen Sie, in den Komfortlüftungen, ich weiß nicht, ob Sie es wissen, nehmen Sie in Kauf, ich sage es Ihnen ganz höflich, 1600 ppm CO2 pro Kubikmeter. Aber wenn Sie das dann als Komfort verstehen, tun Sie das. Ich tue das nicht, aber spielt es mir überhaupt? Also verstehen Sie mir, das heißt, wir haben wunderbare Luft. Das Zweite ist, wir haben eigentlich ein relativ moderates Klima. Es ist nicht wahnsinnig kalt, es ist nicht wahnsinnig warm. Wir haben diesen wunderbaren Tag-Nacht-Unterschied mit circa 10 bis 12 Grad, also fast das ganze Jahr. Und wenn man die Dinge intelligent miteinander verknüpft, braucht man sonst eigentlich nichts mehr. Also ich könnte Ihnen, das ist ein Sonnenscheindauer, also das heißt Sonnenaufgang, Sonnenuntergangsdiagramm, also ich kann auch nichts verändern. Wissen Sie, wir haben einen wunderbaren Effekt. Im Winter sind bei uns die Tage kurz, was müssen Sie machen? Das Licht einschalten. Licht ist aber, tut mir wahnsinnig leid, Wärme. Ich kann es nicht ändern. Oder, und wenn Sie dann im Winter haben, Sie halt mehr, schalten Sie es halt länger ein, weil es draußen keins hat. Das kompensiert sich so wunderbar. Es geht immer ums Gleiche. Wie verwenden wir so ganz natürliche Vorgänge, die automatisch vorhanden sind? Oder, und wie nutzen wir die für das Interpretieren und für das Verstehen eines Gebäudes? Oder? Es spielt jetzt aber auch so, schaut das Haus dann aus. Sie sehen, das sind diese öffentlichen Teile und Sie haben ja eins verstanden. Ich will ja, dass alle diese Teile, die kann man auch mechanisch, also von Hand steuern. Das heißt, jeder kann immer irgendwo hingehen und das aufmachen. Ist mir ganz wichtig. Und wissen Sie, das Haus macht eines, was die Mitarbeiter unendlich schätzen. Auch wenn sie alle Fenster aufmachen, ab einem gewissen Punkt, wenn es dann einen Sinn abgibt, schließt das Haus die Fenster selber. Das heißt, die Leute müssen sich gar nicht darum kümmern. Hat eine sehr hohe Akzeptanz, dass man sich um irgendwas nicht kümmern muss. Oder das macht es ganz automatisch. Oder? Das ist eigentlich sehr angenehm. Zumindest sagen, man kann auch am Abend aus dem Büro gehen. Man muss sich nicht darum kümmern, dass alles zu ist. Das macht dann das Haus schon. Oder? So, jetzt kann ich Ihnen so Kurven zeigen. Rot bedeutet auf diesen Kurven immer CO2. Blau ist immer die Außentemperatur. Links sehen Sie sozusagen die Temperaturanzeigen. Auf der rechten Seite sehen Sie CO2.
also was sie messen in den Räumen. Und das Grüne ist die ewig langweilige Innentemperatur, die halt im Normalfall sich so maximal innerhalb von 24 Stunden um 0,7 Grad ändert. Oder? Und das schaut dann halt im Monat so aus, tut mir wahnsinnig leid. Ist halt so, oder? So wohl, so, dort fühlen Sie sich ja wohl. Jetzt sehen Sie, das ist, glaube ich, mein Büro, oder? Sie sehen an der roten Kurve, dass die, ich habe immer beste Luft in meinem Büro, aus einem einfachen Grund, ich bin nie da, oder? Verstehen Sie mich? Also nur ganz, ganz selten, oder? Oder blau ist halt wieder die Außentemperatur und grün ist dann wieder die Innentemperatur. Weil die Idee des Hauses ist ja, dass das alles vollkommen dezentral passiert. Das heißt, diese ganze Sensorik ist vollkommen raumspezifisch und funktioniert in jedem Raum deswegen ganz unterschiedlich. Also, und Sie sehen, das sind dann noch, ich weiß nicht, ob Sie es wissen, aber das ist der Stromverbrauch, der gesamte, also in diesem Stromverbrauch, wo wir im Moment liegen, diese 23 Kilowattstunden pro Quadratmeter, und ja, wissen Sie, was das höchst aufwendigste ist da drin? Die Stromkosten für den Lift. Tut mir echt leid, also mehr ist, ich kann es auch nicht ändern. Sie kennen links diese Statistiken des Schweizerischen Bundesamtes. Für ein normales Bürogebäude haben Sie außerhalb des Heizungsbedarfs ungefähr 90 Kilowattstunden Stromverbrauch. Also das soll Ihnen nur dokumentieren, dass wir da drinnen nur Technologien verwendet haben, angefangen vom Licht, vom Computer, vom Kaffeemaschine etc., die wirklich dem modernsten Standard entsprechen. Also, wäre ja für mich ja viel einfacher, ich würde da irgendwelche schlechten Kühlschränke hineinstellen, oder? Wäre ja immer warm, sehen wir. Ist aber nicht so. Also, versteht mir, das ist so das, was wir gemacht haben. Jetzt kann man da durchgehen. Sie sehen, wenn es dann kurvig, oder? Das ist so an jeder Stelle etwas anders, kann man halt da durch das Haus durchgehen. Und Sie sehen, es gibt auch, in dem Haus ist es jetzt so, es gibt im Erdgeschoss eine Kunstgalerie, daneben gibt es ein Restaurant. Dann, das ist das normale Büro in Lustenau von BND. Die Zumtobelleuchten, die sind im vierten Obergeschoss in Lauter, und das dritte Obergeschoss ist vermietet in lauter kleinen Büros unter 100 Quadratmeter. Also die Nutzung spielt überhaupt keine Rolle, die Geschichte wird zu schreiben. Also im Moment bauen wir gerade zwei Wohnungen in welche Einheiten hinein. Ist nicht so tragisch, funktioniert gleich. Also, wenn Sie, und das ist das, was ich mir, Sie kennen das vielleicht, das ist so Vorarlberger Holzbau, ein Massivholztisch ohne Schrauben, ohne Nägel, ohne alles. Und wissen Sie, das Schöne an diesem Massivholztisch ist, dass man den ja, das gibt ganz wenig Leute auf der Welt, die das machen können. Weil für das brauchen Sie wahnsinnig viel empirisches Wissen. Und genau dieses empirische Wissen, das haben wir überhaupt nicht mehr. Oder? Und das wird, und das ist Wissen, das halt in den Köpfen, in den Gefühlen, in den Händen von Menschen sind, und das können Sie nicht niederschreiben. Tut mir leid, aber Sie können es auch niemandem unterrichten, außer dass Sie ihn das ständig machen lassen. Und vielleicht entwickelt er das oder entwickelt es eben nicht. Ich kann es auch nicht ändern. So. Aber ich wollte Ihnen zeigen, was das, also das ist das, ein Universitätsgebäude in Luxemburg. Das hat 50.000 Quadratmeter und hat keine mechanische Lüftung, keine Kühlung und hat nur noch eine Notfallheizung, also wie so 1960, so kleine Heizkörper an gewissen Stellen. Also, oder? Der technische Aufwand, dann das zu betreuen, ist überschaubar. Also, wissen Sie, und wir haben nur in den, ist 180 Meter lang, ist 100 Meter hoch, ist das erste Hochhaus in Europa, das keine Lüftung besitzt und keine Kühlung besitzt. Also, und das ist der Eingang, das wollte ich Ihnen haben. Sie sehen, es steht auf dem Areal von einem alten Stahlwerk. Da stehen noch zwei Hochöfen unter Denkmalschutz. Uns hat interessiert diese Rauheit, diese Standards mit diesem Industriehintergrund. Okay, oder? Und was witzig ist an dem Gebäude, wissen Sie, das hat gemacht, also Haustechnik, oder? Hat man ja nicht mehr so viel machen müssen. Wir haben nur
in den Räumen, wo mehr als 350 Leute, also Sitzplätze sind, haben wir kontrollierte Liftungen unter der Schräge dieser Sitzplätze gemacht, also diesen Raum bezogen. Das sind vollkommen dezentrale Geräte. Und der Haustechniker, der Jean Schmidt, hat zur gleichen Zeit, das kennen Sie vielleicht, das Palais de Justice in Luxemburg gemacht für die Europäische Union. Und er hat mir am Ende, das ist ungefähr gleich groß, Funktionen kann man darüber diskutieren. Also das ist ein bisschen komplizierter, weil wir noch größere Räume brauchen. Aber sonst ist ein Palais de Justice, hat einen Bürobau mit ein paar Gerichtssälen. Ist nicht so aufregend. Aber da hat er mal gesagt, wissen Sie, ich habe gebraucht für dein Haus 75 Brandschutzklappen. Und für das Palais de Justice 2980. Jetzt wenden Sie sich das, Sie wissen vielleicht, dass jede Brandschutzklappe jährlich gewartet und überprüft werden muss. Und das könnte man jetzt noch über Lüftungsklappen diskutieren, also über Schallschutzklappen diskutieren, über etc. Und wissen Sie, ich glaube da nicht dran, aber natürlich ist das eine Methode, dass wir wahnsinnig komplizierte Gebäude bauen, die wahnsinnig viel Betriebsaufwand und wir beschäftigen wahnsinnig viele Leute damit. Aber langfristig glaube ich nicht so ganz dran, dass das eine ernsthafte Perspektive ist. Und ich glaube auch nicht so ganz dran, dass wir mit diesen Perspektiven sozusagen das CO2 und das Ressourcenproblem auf dieser Welt wirklich verändern können. Und ich glaube dran, dass ähnlich wie bei diesem Tisch, dass wir einfach den Mut haben müssen, wieder etwas pragmatischer zu denken, etwas logischer zu denken, uns mehr auf das Wissen und die Gefühle von Menschen zu verlassen. Und das tut mir, und wir haben ja alle im Moment so einen fürchterlichen Respekt vor irgendwelchen physikalischen Formen, die da so wohnen. Ich höre gleich auf, er ist schon ganz nervös. Vor physikalischen Formen, oder? Und ich habe das große Glück gehabt in meinem Leben, dass ich immer mit den Leuten zu tun gehabt habe, die diese Formeln geschrieben haben und erfunden haben. Und die haben eine Eigenschaft gegenüber denen, die sie anwenden. Die wissen, wo sie falsch sind. Der Anwender weiß das nicht, weil sie einfach zu komplex sind. Der kann das nicht einmal lesen, diesen Maschinen. Also das geht nicht. Aber der sie erfindet, der weiß, was er da hineingeschrieben hat. Und der hat schlaflose Nächte. Oder was Leute damit alles machen, wenn die wüssten, wie... Schwierig. Wissen Sie, schwierig. Ich habe das irgendwie, und das kann ich Ihnen sagen, es gibt eine ganze Menge an, immer wenn wir meinen, wir wissen so viel durch die Software, die wir anwenden können. Ich darf Sie trösten. Wir wissen ganz wenig. Schauen Sie, und ich kann Ihnen sagen, egal ob in Deutschland würde ich jetzt sagen, in jeder Passivhausberechnung, in der Schweiz sage ich halt in jeder Minergie-Berechnung, wissen Sie, was da zum Beispiel fehlt? Die Trägheit der Materialien, die Sie für dieses Gebäude verwenden. Wenn Sie aber diesen Tag-Nacht-Unterschied ausnutzen wollen, wird die Schlüsselfrage, die Trägheit, das ist genau das, worüber Sie in den normalen Rechnungen gar nichts aussagen. Jetzt könnte Ihnen mir den Spaß, wenn Sie jetzt könnte Ihnen einen Vortrag über Physik halten, mit dem ich da ein Leben lang leider herumgeärgert habe, oder? Und einfach jetzt Ihnen so abhaken, was da alles funktioniert, welche Logarithmen sozusagen, welche Realitäten, unter welchen Umständen etc. Sie wissen zum Beispiel, dass dasselbe Material in Deutschland und der Schweiz einen verschiedenen U-Wert hat. Aber auch nur deswegen, weil die Versuchsanordnung ist, wie der festgestellt wird, anders ist. Wissen Sie, ich weiß ja nicht, manchmal habe ich das Gefühl, jetzt wisst ihr was, je nachdem, was wir brauchen, wir nehmen jetzt den schweizerischen U-Wert, also, und morgen nehmen wir den deutschen, das spielt überhaupt keine Rolle. Also nehmen Sie das bitte alles nicht so ernst, oder? Und nicht, weil ich nicht wahnsinnig gern rechne und weil ich das nicht wahnsinnig viel Respekt vor all diesen Dingen habe, nur man muss halt wissen, was gültig ist und was nicht gültig ist und wie relativ das ist, oder? Und insofern finde ich jetzt diese neue SIA
über Nachhaltigkeit, die sich ja nimmer so ganz auf Rechnungen verlässt oder zumindest ansatzweise macht sie den Mut, den finde ich ganz wichtig, weil wir müssen wieder anfangen, über Qualitäten zu reden. Und das ist vielleicht die größte Zeitenwende, die wir im Moment erleben, dass wir aus diesem 20. Jahrhundert, das so quantitativ fixiert ist, übergehen ins 21. Jahrhundert, das sich mit Qualitäten beschäftigt. Das heißt nicht, dass wir nicht die Quantifizierungsmethoden des 20. Jahrhunderts kennen sollen und auch verstehen sollen. Aber es heißt, dass wir sie eben auch einschätzen können und nicht, dass wir sie blindlings glauben. Und okay, in dem Sinn möchte ich eigentlich aufhören. Recht herzlichen Dank. Ja, Herr Eberle, ich bedanke mich auch ganz herzlich im Namen der Baumusterzentrale und der Firma ZZ Wanko für diesen packenden Vortrag. Die Überlänge war in diesem Fall, glaube ich, haben wir das alle genossen, diese Ausführungen noch zu hören von Ihnen. Ich lade Sie ein, schauen Sie sich noch die Backsteine von hier vorne an und die weiteren Materialien auf dem Korpus. Ich hoffe, Sie haben sich wohlgefühlt in unseren Räumen mit rein natürlicher Lüftung. Ich wünsche einen schönen Nachmittag, schönen Sommer. Ade miteinander.